Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Hometown Farming. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Schlingelings, ja. Und was war denn das gestern für eine interessante Folge? Holla die Waldfee, hier decken sich langsam Abgründe auf. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie, was, wo, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich lasse mich einfach mal mitreisen. Euch auf jeden Fall heute viel Spaß. Ah. Auf alle Fälle würde ich sagen, Harry, ja. Wir müssen damit zur Polizei gehen. Naja, also was ich eigentlich mit der ganzen Geschichte zum Ausdruck bringen wollte, ist, ich habe das Gefühl, dass der Kern halt so irgendeinen Undercover-Job hat und gegen El John ermittelt. Der will an El John ran über Harry. Gegen oder für. Aber jetzt weiß mal ich ohne. Nicht. Jetzt mal ohne Flachse, du, das kann schon sein. Also, ja, also es kann diese Variante sein. Es kann aber auch sein, dass er einfach bloß ein verdeckter Auftragskiller ist. So ein Quatsch. Ja, absolut Quatsch. Du sagst, oder ihr sagt zu mir, hoch meine Schulter, aber ihr sagt zu mir, der setzt euch da auf irgendwie so ein Holzbalken oben im Sägewerk, lässt das anlaufen, ihr sitzt da drauf, seid gefesselt, keine Ahnung was, ja. Und jetzt sagst du, das ist so ein Quatsch. Nee, du hast gerade gesagt, Herr Kern wäre Auftragskiller. Nee. Na ja, das habe ich. Was denkst du in. Oh nee, was ist denn da? Tipps. Wo ist Auto geraucht, vorne? Auf Feld gemeldet, alle Einheiten zum Gerät aus. Ja, dann, Avanti. Ich habe die Trage noch draußen. Zulin. Ja. Wie soll ich denn jetzt, der Einsatzleiter, wie sollen wir jetzt fahren? Wie, was, wo? So wie hier herunter sein werden. Ach, verdammt. Ja, Kurt, Auto bei, oder? Kurt, ich komme bei dir mit, oder was? Ja, ich komme bei dir mit. Schatz, vorsichtig, ja? Ja, ich fahr beim Edmund mit. Edmund! Kurt, nicht so schnell! Bin ja nicht schnell. Warte. Verdammt, wo ist mein Auto? Ach, da hinten. Wow. Der fährt wie du. Ja. Das ist so eine Krankheit in dem Dorf. Harry, komm nur, der Dach ist kurz. Ja, erster Einsatz. Der Dach ist kurz, ja, renn mal mit einer halb normalen Schulter. Oh, zart wie Sau, wenn du mir nochmal so an der Schulter ziehst, ich sag dir's. Harry! Hier, ja. Du hast das Funkgerät einstecken. Funk ist da, oder? Ja, Funk ist da. Hab ich immer einstecken. Was seid ihr jetzt? Auf Maschine. Wir besetzen Maschine. Wir sitzen, wir steuern los zum Gerät aus. Kurz zum Gerät aus, wisst ihr noch, wo das ist? Nee, aber es muss ja irgendwo in der Nähe sein. Warte, du. Aha. Ich glaube, hier links rum. Ja, nee, rechts rum. Rechts rum? Rechts rum. Rechts rum? Nee. Links rum. Ja, hab ich doch gesagt, links rum. Ja, links rum musste. Tut mir leid, Gott, es wedelt sehr. Ja. Halt Jungs, hört mich jemand am Funk? Ja, natürlich. Ja, Kurt, Harry, ihr wisst schon, dass ihr Sonderwegerecht habt, ja? Ja, mach mal den Warnblinker nach ran. Alles klar, Kurt, mach den Blinkiges. Oh, verdammt, hier ist eine Wiese. Hier kommen wir nicht lang. Verdammt. Kurt. Verdammt. Wir müssen doch mal auf euch warten? Wollt ihr mehr zufällig hinterherfahren? Ja, fahr schon ihn hinterher. Klar. Ja, Sonderwege waren das, Harry. Sonderwegerecht frei. Ja, Feuer bloß nicht in den Dorf, ich sag dir's. Nein, ich hab doch Bremsen. Ja, die benutzt du noch relativ selten. Ja. Ja. Aber Gott, jetzt mal ohne Flachs und Dusel. Ja. Ich mal. Wie schwer hat sie denn? Ich brauch mir. Wie fährst du denn? aber jetzt ohne Flachs und Dusel. Ich strebe schon, ehrlich gesagt, die Schublade an. Nein, hör auf mit der Schublade. Du kannst. Gleiches mit Gleichen ist nicht immer sinnvoll. Aber warum denn nicht? Wir müssen uns doch wehren. Ja, aber wir sind doch nicht so. Aber wir können ihn doch. Oder wir machen das wie in. Hast du schon mal Van Helsing geguckt? Ja, hab ich. Kennst du die Anfangsszene? Nein. Wo. Was macht er denn da im Grün? Die Anfangsszene, wo sie hier Dr. Frankenstein so bei der Windmühle und mit Feuer. Da jagen? Das ist schon lange her, wo ich das geguckt habe. Aber so ist das. Was hältst du von der Idee, wenn wir dann einfach mit Gabeln und Feuer losziehen? Was ist denn? An Günther kommen. Oh, bist du nicht, wo das Gas ist? Ja. Wow. Sorry, Jungs. Tut mir leid.
Er ist irgendwie sehr ganz schön auf geschaukelt, ja. Fällt gar nicht auf. Günther für Karl-Heinz kommen. Wow. Wow. Ari, du hast alles schon einstecken? Ja. Günther kommen? Pass auf, Strohballenbrand auf Feld 67, TLF und Drehleiter zur Vorsorge. Bitte auch Rettungswagen dabei schicken. Jo, Ari, die Funkgeräte sollten wir abgeben. Ist ja erstmal egal. Verpetz mich nur nicht. Nein, wo ist er denn jetzt hin? Rechts. Nee, geradeaus. Ja. Hä, hey, ist die abgebogen? Nee. Oder? Wo, verdammt. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück, sie ist doch abgebogen. Aber so heimlich, oder? Ja, so ganz heimlich. Oh, verdammt, wir kriegen wieder den Anschiss des Todes. Ja, macht nichts. Günther, wir haben auf jeden Fall Alarmfahrt, weil Landmaschine steht in unmittelbarer Nähe. Gas. Alles gibt doch alles Gas. Klar, Kurt. Kurt. Karl-Heinz, machen wir so. Echt? Ich warte hier auf Harry und Kurt, ich habe keine Ahnung, wo diese Wörter sind. Warte mal. Günther, für Harry? Komm mit. Harry? Ja? Wir trudeln gerade ein. Avanti, auf. Ja. Oh, wow. Oh, Alter, ihr seid ja verrückt. Harry, komm auf. Komm. Ich schlüpfe rein. Harry, geh du zu Edmund und Kurt kommt zu mir auf die Drehleiter. Ja. Umziehen erst, oder? Warte, ja, hopp. Stress. Da brennt mal, da brennt Strohballen auf dem Feld und die Maschine ist betroffen. Also Avanti. Könnte schlimmer sein. Sören, die Jungs müssen von da unten kommen. Ja, da sind sicher noch ein bisschen an der Seite. Wenn die durch sind, mache ich Straße dicht. Genau, die sollen aufs Feld direkt drauf fahren und Löschangriff starten. Ja. Edmund? Ja, Ari. Du siehst genauso aus wie ich? Ja. Scheiße, wir sind Zwillinge! Edmund! Mein Bruder! Alter, eure Liebelein im Funk! Ihr sollt den Funk frei halten! Entschuldigung, kommt nicht so mal vor! Finger einfach von der Taste, Harry! Ja! Oh, Edmund, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin aufgeregt, das ist mein Scheiße, ist das jetzt mein zweiter oder mein dritter Einsatz? Aber trotzdem bin ich aufgeregt. Ja, das machen wir alles mit der Ruhe. Könnt ihr für Karl-Heinz kommen? Ja, wir fahren hier über den Feldweg. Fahrt einfach übers Feld. Egal. Oh. Gefahrenverzug. Ach, herrje. Harry, es brennt wirklich. Wow, da steht jeder. Wow, da steht ein Fahrzeug. Wow. Ach, du glaubst es nicht. Oh, Scheiße, was machen wir jetzt? Wer hat dir was zu sagen? Karl-Heinz hört Julien? Karl-Heinz hört? Sag mal, Karl-Heinz, hast du Feld 67 gesagt? Ja. Das ist meins? Ja. Ey, ich bin auf dem Weg. Also, ja. Du hast RTW mitgefordert, ne? Ich bin auf dem Weg. Ja, zur Vorsorge. Genau. Alles klar. Das heißt, warte, erstmal alles aufmachen. Ja, mach auf. Auf, alles auf. Und Löschangriff, sofort. Heiland. Wie war das gleich nochmal? Harry! Ja? Machst du schon was? Soll ich voran? Ja. Wer geht auf die da. Harry? Ja, Harry auf die Drehleiter? Oh, bist du Wahnsinn. Ja, okay, ich gehe. Oh, Gott, ist das so? Ja, Scheiße. Ich bin also Harry, hoch mit dir auf. Ich bin halbladen Flügel, muss da hoch. Oh. Ja, komm, stell dich jetzt an jetzt, Mann. Verdammt, ich bin zu fett, ich komm schon. Komm, auf, hoch mit dir. Oh, ist das so. Gut. Das schon mal von der Seite hier, wo das Fahrzeug steht, gell? Genau. Ja. Wow. Okay. Karl-Heinz, soll ich euch ein bisschen unterstützen mit? Nee, mach du besser Verkehrssicherung. Gut. Ah.
Ja. Aber hier oben geht relativ. Ich sehe so gut wie gar nicht, ne? Ich sehe nur. Warte, Harry, ich kann nicht wieder fahren, wohin muss? Eigentlich ein Stück Stroh. Runter? Aha, runter. Ja, halte drauf. Ja, oh, wackelt doch nicht so! Das ist ja. Ich bin ja auch. Ja, reicht so, Günther! Oh. Alles klar. Junge. Okay. Mein Gott, wer hat das angebrannt? Jetzt mal ohne Flachs und Dusel hier. Überleg schon mal, wenn das hier auf den Wald übergreift, der ganze und vor allem hier drüben, da ist ja. Das ist ja der Hof meiner Frau. Ja. Richtig. Also fast Frau. Also. Mein Gott. Oh, ich sag's euch, passt mir ja auf meine Tiere auf. Ja. Alles gut, Julien. Gottes Willen. Die Regenwürmer können wir nichts jetzt hier. Die geht ja auch nicht um die Regenwürmer. Karl-Heinz, wir haben die auf dem Feld. Karl-Heinz, hörst? Man sollte den Traktor schützen. Ist ja doch da. Dabei. Können wir, Oh, Scheiße, wie war das? Regenstellung. Ja. Karl-Heinz für Harry? Ja. War nicht richtig. Karl-Heinz für Harry kommen? Wer für wen? Du musst lauter reden. Karl-Heinz für Harry kommen? Wer für Harry kommen? Karl-Heinz. Ja, Karl-Heinz hört. Den Traktor eventuell wegfahren, wenn möglich? Alles gut. Okay. Alles gerade unter Kontrolle. Ja gut. Oh. Gottes Willen. Junge. Oh, das war's. Will ich ausmachen? Oh. Ja, noch ein bisschen nachlöschen. Ach. Blumen. Junge. Tja. Hier, dem Dackler geht's auch gut. Ja, Gott sei Dank. Der schöne Fendt. Können wir die Ballen runternehmen wegen Glücknächter? Nee, lass die mal, die ziehen wir dann später mit dem Frontlader von Julien auseinander. Ich komm runter! Oh. Ja, komm runter, Harry. Warte, fahr dich runter. Ey, geil, ich bin schon runtergelaufen. Doch, die kannst du wegschmeißen dann. Ja, lass die so stehen. Ja, die sind jetzt so durchstrengt, also da bringt ja, das nichts mehr. Da sollte nichts mehr sein jetzt. Nee, denk auch, das wird nicht passen. Wie zum Geier ist das passiert? Keine Ahnung. Ja, das hätte ich auch gerne mal gewusst. Dafür haben wir einen Polizisten. Das ist mein Feld. Herr Nielsen! Ja, mal ja, Wasser ja. Halt auf allen Rohren. Wasser halt. Herr Nielsen, wie ist das passiert? Ja, das werde ich mit dem Karl-Heinz gleich nochmal Brandschau halten und gucken, ja. Ob da irgendwas Brandbeschleuniger mit benutzt worden ist. Das mache ich dann gleich mit Karl-Heinz in Ruhe und dann. Okay. Ja, das hatten wir schon mal, könnt ihr euch noch erinnern? Ja, waren wir am Supermarkt da. War da nicht die Container irgendwie? Da stand irgendwie Benzinkanister rum. Ja. Genau. Und wer hat mich verdächtigt? Herr Gräber. Was? Na, gar nicht wahr. Ja, doch, das stimmt, weil er da Harry. Echt. Er hatte gefahren und du hattest ihn verdächtigt, das stimmt. Ich hatte nur gefragt. Aber Umkehrschluss, was der Dings? Ah, mein Arm. Der Herzog, der hatte das doch bestellt. Ja, das, was ich geliefert habe, den Diesel. Ja, aber. Ja. Ja, da aber da hat doch einer bestellt, oder? Nee, der Herzog hatte damals nur bestellt, aber in Kanistern. Ja, aber die habe ich nicht geliefert. Ja, aber, ja, Diesel brennt ja nicht so gut. Ja, gut. Nee, rumspekulieren bringt dir jetzt auch nichts. Lass uns zusammenräumen, oder, Karl-Heinz? Ja, Herr Nielsen? Ja, Feuer, ja, Frau Seidel. Feuer ist aus. Ihr könnt einräumen und zurück zur Feuerwache. Also okay. Ich bitte hier um ausführliche Aufklärung. Also wenn es hier um ein Eigentum geht, dann wird es langsam schwierig hier im Dorf.
zu machen. Nein, also Herr Nielsen, dem pflichte ich bei, ja, weil hier geht es um die Zukunft von nicht nur meiner Frau, also sondern also um unser beider Zukunft, weil, also Sie können sich das gar nicht vorstellen, das ist ja auch, überlegen Sie mal, was hier passiert wäre, wenn das hätte übergegriffen oder so. Ja, meine armen Schweinchen. Ja, wie gut, dass man relativ schnell da waren. Ging es jetzt ja eher um den Fendt, nicht so um die Schweinchen, aber ja. Der gehört Konrad. Was interessiert mich Konrad? Sein Traktor. Auch wenn er sich um mein Anwesen kümmert, trotzdem. Alles klar, ich revidiere. Es ging doch um die Sauen. Oh, so ein schönes Spaltwerke. Sind die? Nein. Mach mal nicht. Gott, denk doch nicht immer ans Essen. Nee, aber Herr Nielsen, da müssen wir, aber jetzt mal ohne Flachs und Düsel, weil die Dinger, die stehen hier und die brennen ja nicht einfach so los. Weil, sag mal, so hieß es jetzt auch noch nicht. Nee, das ist richtig. Aber wie gesagt, ich gehe mit Karl-Heinz das durch und dann. Wir werden das schon lösen. Okay. Und dann, Jolien, dann kriegst du auch einen Bericht drüber und das dann. Vielen Dank. Ja? Vielen Dank. Also. Jawohl. Okay. Schatz, wenn wir jetzt in der Feuerwehr sind, dann möchte ich mir dann gleich noch deine Schulter noch mal in Ruhe angucken. Ach Gott sei Dank, ich dachte, ich muss das nächste Leben nur noch mit einer kaputten Schulter rumrennen. Ja, nee, jetzt nach dem Einsatz gucke ich sie mir definitiv noch mal ziehen. Gott, hau mal rüber. Ich zieh dir gleich eine, aber richtig. Hallo. War gerade so schön. Jetzt sag ich doch mal eben was. Ihr rückt jetzt bitte ein, ohne weitere Gespräche. Gespräche könnt ihr gerne noch im Gerätehaus führen. Ja. Die Einsatzfahrzeuge müssen zurück. Die müssen wieder einsatzbereit gemacht werden, falls noch irgendwas ist. Also bitte jetzt Avanti. Okay, Chef. Okay. Okay. So, Okay. Warte. Verdammt. Du fährst. Ja, wie jetzt? Na, du fährst. Scheiße, wenn wir uns ähnlich sehen. Mein Bruder. Jetzt. So, jetzt. Okay, jetzt hören wir noch nicht mal funken, Edmund. Nein. Wollen wir mal ganz kurz? Mach doch. Nee, da gibt's ne. Und passt auf mein Auto auf. Ich funk nicht. Nein, ich funk nicht. Nein, dann gibt's bloß wieder Stress. Aber Edmund, du weißt wo lang. Ja. Ja, gut. Oh. Gottes Willen. Ari? Wort für Ari, komm mit. Geht's dir gut? Ja, Kurt, aber du hast gehört, was unser Oberbrandmeister gesagt hat. Warte, ich ruf dich an. Ja, Kurt. Moin, Harry. Hallo, Kurt. Jetzt dürfen wir reden, oder? Ja, jetzt können wir reden. Du fetzt. Also, das ist schon kurios. Es ist mehr als kurios. Ich sag dir das ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das ist... Es wirft Fragen auf, ganz ehrlich. Es wirft gerade echt Fragen auf. Ich bin mal gespannt, was der Sören dann erzählt. Ja, ich auch. Vor allen Dingen, wir müssen mal mit Günther reden, weil der ist ja auch schon ein bisschen länger bei der. Ja, Günther hört eh zu, der kann auch mitreden. Achso, ja gut, wir haben ja eh gleich Besprechung hier. Da wollen wir mal Günther fragen, was der dazu sagt. Ja. Gut, leg auf, hä? Ja, so, absetzen. Klar. Ja, warte, komm. Aufrüsten. Ach, so. Ach, so. Schön. So, lass mal gucken, was müssen wir wieder? Neue Schläuche drauf. Also Edmund, warum kennst du dich so aus? Wer will ich wahr sein? Ich war in Ritzenbach bei der Freiwilligen Feuerwehr. Edmund, ich krieg echt Beklemmung. Wenn ich dich angucke, denke ich gucke im Spiegel. Ja, geht mir nicht anders. Ja, oh. Ich will hier. Oh, noch einer. Ja. Ja, aber guck mal, der ist nicht so behaart im Gesicht wie wir. Wahnsinn. Das könnte auch daran liegen, dass irgendjemand mich abgebrannt hat, also fast. So. Reit nicht immer auf alten Kamellen rum. Ja, ich wollte es nochmal in Erinnerung rufen. So, also, fertig. Ich komme nicht hoch, könnte vielleicht einer mal uns zumachen. Ja. Danke. Bitte Flügel lahm. Mann. Also ab umziehen. Ja, Gott sei Dank. Okay, ich wollte gerade sagen, ich gehe mich schon mal umziehen. Ihr bleibt mal schön. Ihr bleibt mal schön in eurem Raum. Oh, das Schönste ist, nach dem Einsatz eine schöne kalte Fanta zu trinken.
Jawohl. Echt? Naja. Gut, Fanta, ja. Würde gehen. Haben die immer ganze Klamotte wieder rauszudeln hier. Das ist wirklich furchtbar. Da. Wieder. Ist wieder so eine Sache. Seid ihr fertig oder gucke ich jemandem was ab? Mir kannst du nichts abgucken. Ich hab genug. Nichts, was ich noch nicht gesehen habe. Ja, waren wir schon so weit? Ich bin schüchtern. Ich muss noch meine Brille aufsetzen. So, meinen Hut noch mal richten. Ah. Die richtigen Schuhe an. So. Ah, wunderbar. Aber. Ah. Verdammt, wird die Sport. Ach, ist jetzt egal. Sie lässt sich Sportschuhe an. Ja, also Anzug und Sporthose. Ja. Sehr ja, sexy, Entschuldigung. Ah, ja, warte, ich tue es. Aber schon. Du kannst den Mantel ausziehen, bitte, weil ich will nach deiner Schulter gucken. Oh. Also dann oh. Gleich so, wenn wir hier mal fertig sind. Ja. Ja. Warum hast du denn das anziehen lassen? Das frage ich mich auch. Ich habe hab ja jetzt nicht geahnt, dass er sagt, dass er gleich wieder einen ganzen Mantel anzieht. Also. Oh mein Gott. Bitte alles auszerren. Ah, so. So. Besser. Besser. Ja. So. Meine lieben YouTuberinos. Wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss und ciao.